Willkommen bei Fox Toybox. Ich habe euch heute wieder was Interessantes mitgebracht. Und zwar aus dem Hause Super 7 aus der Ultimate-Serie Thundercats Panthro. Ja, wie wir sehen können, die Box kommt in einen Schwarz mit einem schönen metallic-farbenen Thundercats-Logo. Wir sehen hier drauf das Thundercats auch Logo. Und wir sehen, dass es Panthro ist. Obendrauf können wir sehen, dass das zur Ultimate-Serie von Super 7 gehört. Auf der Rückseite, ja, nichts Besonderes, einfach nur das Thundercats-Logo. Das ist auch wieder eine Slipcover-Box, das heißt, einfach rausziehen, Cover zur Seite und hier haben wir Panthro. Schauen wir uns den mal genauer an. Ja, finde ich schon mal sehr interessant. Wir sehen auch eine Menge Zubehör. Also das haben die Ultimates ja definitiv, eine Menge Zubehör. Hier haben wir nochmal das Thundercats Logo. Ansonsten sehen wir nur auf der Rückseite nochmal so ein paar Thundercats Charaktere und Mumra. Und dann steht auch noch eine Kleinigkeit zu Panthro. Ja, dann würde ich mal sagen, machen wir ihn auf und schauen uns mal an, was die Figur uns so alles mitbringt. So, und hier haben wir ihn jetzt ausgepackt, Panthro aus der Thundercats Ultimates Series. Ja, ich finde jetzt erstmal, so ist sie eine stimmige Figur. Wie wir wissen, sie basiert ja quasi auf den Masters of the Universe Grundkörpern und teilen sich halt mit denen sehr viele Partien. Schauen wir uns den mal genauer an. Also ich muss schon sagen, die Bemalung im Gesicht, die ist ja schon gelungen. Es sieht hier so aus, als wenn das eine Auge etwas weiter draußen ist als das andere. Boah, ist okay, kann man jetzt nicht meckern. Spitzen an seiner Rüstung, die sind zwar aus beweglichem Plastik, aber sie sind halt auch spitz. Das ist halt der Beweis, dass das keine Toyline für Kinder ist. Ansonsten sehr schön modelliert, auch sehr schön bemalt. Vor allem immer sehr wichtig ist, dass das Thundercats Logo auf dem Gürtel richtig sitzt. Ja, aber ansonsten richtig schön gemachte Figur. Auch hier die Bänder an den Füßen finde ich sehr, an den Stulpen finde ich sehr schön gemacht. Ja, also kann man jetzt erstmal so nicht drüber meckern. So wie der Kollege jetzt hier steht, liegt er bei 16,5 cm. Ja, da diese Figuren halt auch auf den Masters Classics basieren, haben sie natürlich auch viele Bewegungspunkte. Das heißt, der Kopf ist frei beweglich, die Arme nach außen, nach vorne, nach hinten. Er hat ein Bizepsgelenk, er hat ein Ellbogengelenk, ein einfaches, ein sehr lockeres Handgelenk zum Drehen und zum Knicken. Er hat das Brustgelenk, das man hier natürlich schön verdeckt hat durch die Rüstung. Wir haben ein Hüftgelenk. Die Beine kann man sehr schön weit nach außen machen, nach vorne. Ja, dann sieht man schon, dass die Hose quasi mitgeht. Und nach hinten ist es natürlich auch eingeschränkt, bleibt ja nicht aus. Dann hat er noch ein Oberschenkelgelenk, ein einfaches Kniegelenk. Er hat kein Stiefelgelenk, aber dafür hat er Fußgelenk zum Vorwärts und Zurück und zur Seite knickbar. Ja. Er kommt auch mit einiges an Zubehör, da es ja eine Ultimate-Serie ist. Als erstes hat er quasi einen Wechselkopf. Hier sieht er jetzt ganz normal, gechillt, ruhig aus. Aber er hat auch einen kampfbereiten Kopf, der jetzt gerade wieder schwer drauf geht, aber es geht. Da ist er in Kampflaune. Des Weiteren Zubehör hat er verschiedene Wechselhände. Hier hat er zwei offene Greifhände.
Dann kommt er mit zwei weiteren Greifhänden, wobei ich mir noch nicht so ganz sicher bin. Also sie sehen identisch aus. Also ich könnte jetzt, würde jetzt fast sagen, dieser hier ist eine mehr zure Greifhand als diese. Aber ansonsten sind diese Hände quasi auf den ersten Blick oder für einen ganz normalen Laien halt gleich. Ne? Man kann nur erkennen, dass die eine Hand etwas offener ist als die andere. Ansonsten könnte es die gleiche Modellierungsform sein. Gut, weiteres Zubehör, was wir haben. Da haben wir einmal einen, ja, einen Schraubenschlüssel, weil er ist ja auch bei Thundercats quasi eher der Mechaniker. Ja, sehr schön gestaltet, naja, einfach gestaltet, schöne Bemalung, punktgenaue Bemalung, ist okay. Dann hat er das Sandrometer. Das ist auch sehr schön modelliert, auch gut bemalt, muss man echt sagen. Hier oben, das ist weiches Plastik, das sieht man auch, das hat sich auch schon ein bisschen gebogen. Muss man mal gucken. Aber erstmal ist es soweit stimmig und auch sehr schön modelliert. Dann hat er eine Waffe. Ja, auch sehr schön modelliert, schlicht bemalt, ist einfach nur ein Guss. Und was ich nicht so schön finde, ist hier quasi der Angriffspunkt, den man hier sehen kann. Also den haben sie nicht so schön weggekriegt. Des Weiteren kommt er mit einem Detonator. Den haben sie auch sehr schön moduliert. Ja. Und einigermaßen der Größe entsprechend doch schon gut bemalt. Bin zwar nicht so ganz mit dem Thundercat-Logo zufrieden, aber naja, ist okay. Ist ja auch ein Detonator, also was soll man da machen? Dann hat er seine Schutzbrille noch dabei. Auch sehr schön modelliert. Dann hat er noch den Schlüssel von Sandera. Leider hier so ein bisschen verbogen. Aber sehr schön modelliert. Also das muss man ja echt schon sagen. In diesen Goldfarben gegossen und halt auch bemalt. Und deswegen bin ich gerade auch so ein bisschen ja traurig über das Logo vom Detonator, weil ich meine, der hier auf dem Schlüssel, das Logo, das ist kleiner als das hier, aber weitaus besser bemalt. Also da ist definitiv, also hier haben sie sich Mühe gegeben, hier hätte ich jetzt gesagt, haben sie es nicht getan. Ne? Also finde ich nicht wirklich toll. Dann hat er auch noch seine Nunchakos. So, und schön hier auch mit Metallkette. Auch sehr schön modelliert hier quasi mit ja, Katzenklauen. Ja, richtig toll gemacht. Das Einzige, was ich jetzt hier ein bisschen negativ sehe, ist, ich könnte die Waffe ihm nirgendwo dran machen. Er hat nirgendwo was, wo man halt seinen Zubehör dran hängen könnte. Wo wir gerade bei Nunchaku sind, hier ist auch noch mal ein Griff. Und da sagt ihr jetzt wahrscheinlich, wie nur ein Griff, warum? Ja, also, das ist quasi so, dass sie ihm hier noch eine Dreingabe gegeben haben. Und zwar die wirbelnden Nunchakus. Das heißt, das Ding kann ich jetzt hier quasi draufpacken und dann wirbelt er quasi die Nunchakus drumherum.
Also finde ich auch eine sehr schöne Sache. Vor allem kann sie dann tatsächlich, wenn man sie dreht, ein Kirre machen. Ja, also wie gesagt, ist eine nette Dreingabe, wäre jetzt nicht unbedingt nötig gewesen, aber halt, naja, sie ist dabei. Und ja, da sind wir dann auch schon quasi durch bei den bei dieser Figur. Es ist reichlich Zubehör. Wie gesagt, ich bin mit diesen, naja, nicht so ganz zufrieden, aber egal. Die Figur an sich ist schön, sie hat auch tolles Zubehör dabei und ja, sollte euch dieses Video gefallen haben, liked es, teilt es, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, damit ihr keine neue Folge verpasst, wenn es wieder heißt Neues aus Fox Toybox.